Aziz, sehr starkes Spiel heute. Ein Tor selbst erzielt, eine rote Karte und einen Elfmeter rausgeholt. Wie hat sich insbesondere nach der Verletzungspause angefühlt, so wichtig für die Mannschaft zu sein? Ja, für mich persönlich war es schon, wie schon erwähnt, ein sehr, sehr emotionales Spiel heute natürlich. War natürlich ganz klar, dass man nur über den Kampf ins Spiel kommen kann, auch vor allem gegen so robuste Truppe wie Berliner. Und deswegen bin ich froh, dass ich der Mannschaft heute mit meinem Tor den Sieg einfahren konnte. Wie war das nach der vergebenen Chance zum 2:0 durch den Elfmeter? Hat man da nochmal Angst gehabt, dass das nochmal kippen könnte? Ja, Angst nicht. Man muss, klar, passiert, gibt es da solche Momente, dass man natürlich, wenn man das 2:0, 3:0 nicht macht, und das ist immer schwierig und der Gegner macht Druck, natürlich ist es halt ein bisschen schwierig für uns natürlich alle in der Situation, aber ich denke, dass wir das am Ende auch gut gemeistert haben. Zu Hause haben wir eigentlich eine sehr gute Bilanz mit 13 Punkten aus 7 Spielen jetzt. Welche Rolle spielen unsere Fans, spielen die Heimfans und wie wichtig ist die Unterstützung von den Rängen? Ja, ich denke, die Fans waren von Anfang an, also seitdem ich hier bin, vor allem habe ich das auch vor allem von draußen aus miterleben können. Und deswegen, ich denke, zu Hause müssen wir eigentlich eine Macht sein. Da gibt es kein Wenn und Aber. Wir müssen hier jedes Spiel gewinnen zu Hause. Das ist unser Anspruch. Und auswärts natürlich das Beste daraus machen. Und deswegen bin ich auch froh darüber, dass wir heute den Sieg mit den Fans feiern konnten. Jetzt steht erstmal die Länderspielpause an. Kommt die gelegen oder will man lieber im Flow bleiben eigentlich nach so einem Sieg? Naja, kann man so und so sehen. Wir haben jetzt einen neuen Trainer, der eine neue Philosophie bringt und das Training auch sehr gut steuert. Und deswegen hat er auch gut 2 Wochen Zeit, mit uns hart zu arbeiten. Und ich denke, es kommt gut, definitiv. Dann auf jeden Fall viel Erholung. Und nach der Pause geht es auswärts gegen Tabellennachbar 1860, auch auswärts. Was erwartest du von dem Spiel? Wie heute. Natürlich wird das ein sehr, sehr schwieriges Spiel. 1860 hat natürlich auch individuelle Qualität in den Reihen und auf die müssen wir achten. Und da gibt es auch natürlich was zu holen. Vielen Dank und genießt den Sieg.